Hallo, hier ist Bastian von Alpenforelle. In diesem Video zeige ich euch Bindematerial für einfache Fliegen. Im letzten Video habe ich euch schon gezeigt, was ihr alles so für Werkzeuge braucht, um Fliegen zu binden. Das Video habe ich euch auch nochmal verlinkt. Mit den Materialien, die ich euch heute zeige, könnt ihr verschiedene einfache Fliegen binden, wie zum Beispiel so eine Nymphe hier, eine Pheasant-Tail-Nymphe, so eine etwas hellere Nymphe, nennt sich Haresier-Nymphe. Einfache Trockenfliegen, sowas hier, Parachute-Trockenfliegen, die sehen dann so aus. Das erste Material, was man braucht, ist das Bindegarn. Bindegarn gibt es in verschiedenen Stärken. Für den Anfang ist eine Stärke von 6-0 ausreichend. Es ist so eine mittlere Dicke, mit dem kann man alles Mögliche binden, von Trockenfliegen bis hin zu Streamern. Hier gibt es noch mehr. 6-0. Manche Hersteller geben das auch in einer anderen Zahl an. Man steht dann so wie hier 140 oder 140D. Das ist eigentlich alles das Gleiche. Also alles, was 6-0 ist oder 100 bis 150D, ist voll okay zum Anfang. So eine Spule hier kostet 4 Euro oder auch 4 Franken. Reicht ewig. Das nächste sind die Fliegenhaken. Zum Anfang sind solche einfachen, geraden Fliegenhaken ausreichend. Ich habe jetzt hier Größe 12, das ist auch eine gute Größe zum Anfang. Man sieht jetzt hier an dem Haken, es ist ein widerhakenloser Haken, aber er ist nicht ganz gerade, oder? Er biegt sich noch so leicht nach oben. Das nennt sich Circled Hook und hilft, den Fisch besser festzuhalten. So Circled Hooks funktionieren nicht gut wie Widerhaken, man kriegt sie aber deutlich besser aus den Fischen wieder raus. Also ich verwende eigentlich immer nur die. Ich habe meine Haken jetzt hier so sortiert drin, so eine Schachtel und so ein 20er Pack Haken, das kostet 6 Euro oder 6 Franken. Das nächste sind Tungstenperlen. Zum Anfang sind 2,8 mm ganz okay, die passen ziemlich gut auf 12er Haken und geben ein schönes Bild der Fliege. Sind relativ klein. Das ist eine 2,8 mm Perle. Ich verwende meistens schwarze Perlen. Tungstenperlen gibt es aber auch in allen möglichen und unmöglichen Farben. Für den Anfang empfehle ich was Gedecktes, wie schwarz. Es gibt aber auch so Gold, Bronze, Silbrig oder Fluorfarben, Fluorgelb, Fluorpink. Ich verwende am liebsten was Gedecktes. Eigentlich ist mir zu blöd zu viel drüber nachdenken, darum habe ich mich einfach mal auf schwarz festgelegt. Aber da hat jeder so seine Lieblingsfarbe. Das nächste Material ist Dubbing. Und Dubbing gibt es in solchen praktischen Dubbing-Dispensern zu kaufen. Ich habe mir jetzt hier einen mit 12 Farben zugelegt. Das Schöne ist bei diesen Dubbing-Dispensern, man kann hier immer ein bisschen rausziehen und hat so kein Chaos. Ich kann so einfach ein bisschen abmachen, die Fliege dran und gut ist. Was zu viel ist, kann hier wieder zurück. Schön alles sortiert. Wenn eine Farbe leer ist, kann man sie nachfüllen. Ich habe mich jetzt hier für Farben entschieden, die etwas gemischt sind. Also was von Pink, was sehr farbig ist und auffällig, oder Orange. Oder auch gedecktere Farben, wie hier die hier. Grün ist auch immer sehr gedeckt und eher natürlich. Was für ein Tier oder Material ist am Anfang nicht so entscheidend. Ich habe jetzt hier Scud Dubbing. Das ist Dubbing für Nymphen, aber ich bin damit auch Trockenfliegen. So eine Box hier kostet 20 Euro oder 25 Franken. Dann als weiteres haben wir hier eine Fasanenstoßfeder. Fasanenstoßfedern gibt es von verschiedenen Fasanen. Das meiste hier ist Jagdfasan. Die Federn sind meistens im Doppelpack. Hier ist nur noch eine übrig und davon ist auch schon was angebraucht. Als Farbe würde ich auch eher was Gedecktes, Braun natürlich nehmen. So ein Paket mit so Federn. Gibt es meistens im Doppelpack, das kostet 7 Euro oder 8,5 Franken. Und, mit dem kann man dann so zum Beispiel die Schwänzchen machen von der Nymphe hier. Der ganze Körper hier ist auch mit Fasanenstoßfedern gewickelt. Dann die Pheasant-Tail-Nymphe. Kann auch noch andere Sachen machen, so Flügelscheiden oder so kleine Flügelchen. Sehr vielfältig einsetzbar. Das nächste Material sind Hahnhecheln. Hahnhecheln sind für Trockenfliegen, wie diese hier. Bewirken, dass die Fliege auf dem Wasser steht. So ähnlich wie hier.
steht dann die Fliege mit den Hecheln auf dem Wasser. Dafür müssen die Hecheln steif genug sein. Darum eignet sich eigentlich nur Hahnhecheln. Es gibt auch Hennenhecheln, die eignen sich aber nicht für Trockenfliegen. Und wenn du dir Hecheln kaufst, dann achte darauf, dass es Hahnhecheln sind und achte darauf, dass es für Trockenfliegen Hecheln sind. Das ist, wenn du es im Internet kaufst, ist es immer angeschrieben und im Laden kannst du natürlich fragen. Hecheln gibt es als Cape oder so in kleinen Packungen wie die hier. Ich finde so kleine Packungen gar nicht schlecht, die sind relativ preiswert. So was hier kostet 15 Franken, 15 Euro. In so einer Packung sind normalerweise 3 Hecheln in so einer Länge drin. Und damit kann man ziemlich viele Trockenfliegen binden. Jetzt hier sieht man auch schön, die Hecheln stellen sich auf. Farben verwende ich im Moment 2 verschiedene. Das ist zum einen Grizzly. Das ist schwarz-weiß gemustert und schwarz. Das waren jetzt so die wichtigsten Materialien, die du brauchst. Damit kannst du eigentlich schon relativ viel machen. Wenn du dir noch was dazu kaufen willst, dann machen so CDC-Federn Sinn. CDC ist sehr vielfältig. Man kann zum Beispiel solche Trockenfliegen damit binden. Man kann Emerger wie den hier damit binden. Man kann es aber auch für Nymphen verwenden. CDC gibt es in solchen Packungen hier. Kostet auch nicht die Welt. Ja, mehr braucht man eigentlich wirklich nicht für den Einstieg zum Fliegenbinden. Werkzeug habe ich euch im letzten Video schon gezeigt. Ich mache dann auch nochmal ein Video, in dem ich euch zeige, wie ihr das Material alles einsetzen könnt, wie man damit dann Fliegen bindet. In der Videobeschreibung habe ich auch nochmal einen Link zu meinem Blog alpenforelle.ch. Dort findet ihr auch nochmal alle Materialien aufgelistet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Über Kommentare freue ich mich auch immer. Und abonniert den Kanal.